Grundwasserbewirtschaftung im hessischen Ried. Im Untergrund des hessischen Rieds liegt ein großer Grundwasserspeicher. Dieser Grundwasserspeicher ist eine wichtige Ressource für unsere Trinkwasserversorgung. Grundwasser ist Teil des globalen Wasserkreislaufs und unterliegt natürlichen Schwankungen. Nutzen wir mehr Grundwasser als nachkommt, nimmt der Grundwasserstand ab. Niederschläge im Winterhalbjahr füllen den Grundwasserspeicher wieder auf. Die natürliche Grundwasserneubildung durch den Regen wird unterstützt durch eine künstliche Grundwasseranreicherung, die Infiltration. Im Brauchwasserwerk Biebesheim wird Flusswasser aus dem Rhein hierfür aufwendig aufbereitet. Anschließend wird dieses Wasser im Boden versickert und mischt sich mit dem Grundwasser. Der Grundwasserstand bei einem Entnahmebrunnen wird beeinflusst durch die Fördermenge, die natürliche Grundwasserneubildung und die Infiltration. Der Grundwasserstand wird an vielen Messstellen überwacht. Die Messwerte an einer Stelle bilden eine Grundwasserstandsganglinie. Die Messwerte dienen der Steuerung der Infiltration gemäß festgelegter Richtwerte. Aus dem Zusammenspiel von Fördermenge und der natürlichen Grundwasserneubildung ergibt sich die Infiltrationsmenge. Wenn es viel regnet, wird wenig infiltriert, wenn es wenig oder gar nicht regnet, wird viel infiltriert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Grundwasserstand nicht unter den von den Behörden vorgegebenen Wert sinkt. Dank der Infiltration wird die Grundwasserentnahme durch die Wasserwerke unabhängig vom Klima. Dieses aufwendige Verfahren sichert auch in Zukunft die nachhaltige Wassergewinnung für die Trinkwasserversorgung in den Metropolregionen Frankfurt-Rhein-Main und Rhein-Neckar.